Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Wie angedeutet geht es heute an Solid Fuel. Quasi so ein bisschen notgedrungenermaßen, wenn wir ehrlich sind. Wir brauchen dafür aber auch noch Coke. Deswegen denke ich, macht das Sinn, dass irgendwo... Das ist Carbon. Problem ist, dieser Belt ist schon ein bisschen überstrapaziert hier, wenn wir das ehrlich sehen. Jetzt von dem noch weiter Zeug zu holen, um Coke herzustellen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Aber vielleicht müssen wir das tun. Das heißt, wir kopieren uns das Dingens nochmal. Den da. So, ihr macht Coke. Fantastisch. Und dann brauchen wir ein Belt. Ein paar Inserter. Kann ich jetzt von hier oben nehmen. Problem ist, ich muss sie immer jeweils finden. Das ist nicht immer ganz so trivial ist. So, das wäre das. Ach, der hat noch Kohle drin, weil ich den selber platziert habe. Und der muss zuerst Crush Kohle reinfüllen. Verstehe. Okay. Nichtsdestotrotz kommen hier dann synthetisches Gas in Solid Fuel. Das hier. Ah, die können wir zusammen bauen. Und kopieren einmal das da. Moment mal, das ist Quatsch. Vielleicht sollen wir die doch nicht zusammenbauen. Wir machen mal 6. Und wie viel brauchst du? Ein Coke alle 4. Reicht ein gelber, denke ich. So, kleines Lichtchen. Dann brauchen wir hier ein Output. Und kopieren das Ganze überall hin. Ja, schön. Das Coke kann dann direkt hier durchfließen. Dann habt ihr schon mal. So, dann werden wir jeden zweiten Nier inserten. So ist es gut. Dann machen wir noch das synthetische Gas. Ja, wir müssen das jetzt connecten. Wir brauchen ein paar Wires. Ja, seht ihr, das Nafta steigt auch schon. Ach, ich kann das über die Map nicht machen. Okay. Gehen wir hier mal kurz hoch. Und wiren das. Moment. Das war falsch. Das war schon gewired. Tja, wie bringen wir das am besten hier runter? Wahrscheinlich. Geht das? Das geht. Okay, dann machen wir das so. Nicht ganz so schön. Beziehungsweise braucht einfach einiges an Wires. Ich meine, wir haben die Wires, das ist nicht das Problem, aber... Ach, echt? Cannot reach?
Unglaublich. Das geht auch nicht. Okay, dann machen wir das so. Und ziehen das hier durch. Und jeder von euch wird einen davon... Na. Eigentlich können wir es auch direkt so machen. Wir sagen Enable Condition, wenn NAFTA... Oh. NAFTA größer ist als 200.000. So, dann müssen wir noch das synthetische Gas anschließen. Ja, das ist nicht ganz so toll, aber passt schon irgendwie. Okay, die fangen an zu produzieren. Was? Ja, NAFTA ist über 2. Ah, da machen wir. Machen wir vielleicht nicht 200.000, sondern 300.000. Oh. Und ich muss die Hälfte wieder uninserten. Und jetzt muss das ganze Zeug da hoch irgendwie. Ah. Ich wollte zwar eigentlich die Alien-Artefakte jetzt nicht unbedingt im Inventar haben, aber es ist passiert. Ich kann nichts mehr dagegen unternehmen. Oh, da ist noch eine Beider-Kolonie. Müssen wir mal sehen. Wenn ich jetzt hier ein Belt durchziehe, dann ist das platztechnisch ein bisschen ungünstig. Vielleicht gehen wir weiter runter. Aber ich habe keinen Platz, weil ich die ganzen Alien-Artefakte im Inventar habe. Okay, schmeiß die erstmal weg. Ich hasse die Dinger. Zumindest so lange, bis wir sie brauchen. Danach nicht mehr. Versprochen. Naja. Nicht versprochen, aber... Hoffentlich. So. Ich denke, bis da runter, dann hätte ich ganz gerne... ein bisschen was davon. So ein bisschen viel. Aber ist okay. Einfach durchziehen. Ich verbrauche das jetzt absichtlich, weil ich ein bisschen Platz im Inventar haben möchte. So, wir ziehen das hier unten durch. Wetten, die Alien-Kolonie ist voll im Weg. Ja, natürlich. Haben wir Munition? Wir haben Munition. Okay. Das sind nur kleine und mittlere Beißer. Das Blöde an der Sache ist, gleich kann ich dann erstmal wieder Alien-Artefakte entsorgen. Aber schauen wir erstmal, dass wir das Ding hier zu Ende machen können. Wo soll das hin? Ich denke mal, das hier wollen wir vielleicht noch ein bisschen... Wobei, ich glaube nicht, dass wir das erweitern müssen, oder? So, kleine Löcher noch schließen. Und ja, das ist ein bisschen... Das ist nicht so toll gemacht, aber passt schon. 256.000 sind wir beim NAFTA. Gleich mal gucken, ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber erstmal noch anschließen. Synthetisches Gas ist abnehmend, das ist schon mal hervorragend. So, ich denke, wir bringen dich hier weiter hoch. Und dann schön hier rein.
Und es ist uns eigentlich egal, ob wir Enriched Fuel Blocks oder normales Solid Fuel da verballern. Das ist komplett egal. Okay, schauen wir, wie es aussieht. Synthetisches Residual Gas Tendenz abnehmend. Bei euch mache ich einfach direkt nochmal einen hin, dann haben wir für eine Weile Ruhe. Methan ist okay, die sollten eigentlich weg sein. Das wird geflärt. Okay, ich glaube, wir haben noch das Problem, dass wir von dem... Ah, das ist zwar auch tendenziell abnehmend. Das ist nicht voll zumindest. Und das war voll. Das ist schwierig zu sagen. Die arbeiten alle. Wir müssen noch gucken wegen dem Residual Gas. Weil wir wollen eigentlich nicht alles verballern hier unten für das synthetische Gas. Können wir die Dinger hier wiren? Nein, können wir nicht. Huh. Können wir die Boiler wiren? Können wir auch nicht. Und mit den Walls konnten wir, glaube ich, nur... Ich hätte gedacht, die blöde Check-Wall... Ich weiß nicht, wir haben das schon mal ausprobiert, das ging nicht. Ich hätte schwören können, dass die dafür da ist. Ich meine, das bringt ja nichts, einfach das Zeug auszulesen. Das können wir von jeder anderen... Wolf. Ne, Read Contents. Bringt uns nichts. Das Ding hat keine andere Option. Ärgerlich. Okay, wie können wir verhindern, dass uns das ganze Residual Gas hier unten verballert wird? Das wäre interessant zu wissen. Ich meine, hier haben wir eine Pumpe, das funktioniert hier auch nicht so richtig. Wobei, ich meine, die Pumpe sollte eigentlich zuerst triggern. Hm. Was wir auf jeden Fall tun sollten, ist eine Non-Return-Valve hier reinzupappen. Dass alles, was hier drin ist, da drin bleibt. Gab es noch andere Rezepte aus NAFTA? Genau, wir konnten aus NAFTA das Propan, das ist das, was wir machen, können wieder synthetisches Gas herstellen. What? Also wir machen momentan aus synthetischem Gas NAFTA. Wir könnten von NAFTA wieder synthetisches Gas herstellen. Wie viel brauchen wir hierfür? ...150 auf 100, und das wird dann wieder 100 auf 150 geben, also ja. Das ist quasi eine 1-zu-1-Konversion. Wir könnten dann Loop machen, gewinnen aber nicht wirklich was dabei. Also ein bisschen Residual Gas. Wir könnten Base Mineral Oil machen, das wollen wir nicht, weil davon haben wir zu viel. Flamethrower, Muni, nicht. Ich denke, wir brauchen das dann für die nächsten Plastikrezepte, aber das ist noch ein bisschen weg, weil Polyethylen braucht der Blue Metal Catalyst, die haben wir nicht. Heavy Oil, sonst ist nichts da. Das hier wird vielleicht irgendwann mal noch interessant. Aber gut. Ich denke, das sollte soweit eigentlich alles okay sein. Außer den 7 Tanks hier. Dürfte jetzt eigentlich nichts vorlaufen. Jetzt wird hier unten produziert. Ich denke, wir machen dasselbe
Wiren wir auch noch bei denen hier? Und wir sagen hier eine Enable Condition, wenn NAFTA kleiner ist als 300.000 oder kleiner gleich 300.000. So, das ist jetzt, wird hier nicht mehr weiter NAFTA produziert, weil ansonsten das hier zum Stocken kommt. Wir haben wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel NAFTA produziert, weil ja, weil der Plastik sich gerade staut. Damn it! Ja, das NAFTA wird voll laufen wahrscheinlich. Das NAFTA wird wahrscheinlich voll laufen, einfach wegen denen hier. Mist. Wir haben da zu viel gemacht. Dann würde ich sagen, stellen wir das sogar noch ein bisschen härter ein. Fangt erst an, wenn es kleiner als 100.000 ist. Und dann machen wir bei euch auch 100.000. Oder 200.000? Ich kann mich nicht entscheiden. Machen wir 200.000. Gut, guter Kompromiss. In der Mitte passt. So, ich mache das jetzt einfach, bevor ich noch länger darüber nachdenke und meine Meinung wieder ändere. Weil da kann man unendlich lange viel Zeit damit verballern, solches Zeug zu optimieren. Und das Problem ist, dass ich hier wieder einen Inserter mache. So. Nichtsdestotrotz, ja, synthetisches Gas ist abnehmend. Obwohl wir eigentlich produzieren. Das ist auch abnehmend. Sehr schön. Ja, wir können jetzt natürlich auch nochmal eine NAFTA-Operation aufbauen, aber ja, es wird hier schon verwendet für das Propangas. Da haben wir noch ein bisschen Platz in dem. Und der hier muss auch noch voll werden. Also die zwei, ja. Von dem her wird noch ein bisschen dauern. Und wenn, ich meine, wenn das NAFTA voll ist, dann ist es eigentlich auch richtig, dass es aufhört zu arbeiten. Weil wir wollen ja primär das NAFTA haben. Das Solid Fuel und das Mineral Zeug, das ist ja primär eher ein Bonus und so. Also das hier brauchen wir ja wirklich nur zur Stromversorgung und die ist nicht so abhängig davon, würde ich sagen. Dass der voll ist, ist gut. Ja, ansonsten läuft das eigentlich alles soweit. Das ist erfreulich. Und hier unten wird dann auch, da ist noch nichts drin, aber kommt dann demnächst. Bleibt ungefähr gleich. Also wir verbrauchen leicht mehr, als das wir produzieren. Das ist aber okay. So, ich denke, wir sind für den Moment mal fertig mit den ganzen Gas- und Ölsachen. Ich denke, das läuft soweit. Und ich bin auch zufrieden damit. Wir könnten theoretisch noch machen, dass die nur arbeiten, wenn das über einem gewissen, über einem gewissen Limit auch ist. Aber wir können es auch ganz verballern, wenn wir sowieso genügend NAFTA haben. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir können das immer wieder ändern. Ich denke, ich lasse es jetzt einfach mal so laufen. In der nächsten Episode werden wir endlich weitermachen mit dem ganzen Ding hier. Ja, hier ist noch ganz viel Platz und der muss langsam aber sicher mal zugebaut werden. Und das gehen wir in der nächsten Episode an. Also das kommt irgendwie was dazwischen, ich hoffe nicht. Denn ja, ich freue mich drauf, wir kriegen neue Erze. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.